Was war das erste Karma? Was war das Ursprungskarma, das diesen Körper hat entstehen lassen? Dadashri, niemand hat dir diesen Körper gegeben. Es ist alles ein Ergebnis des Zusammenkommens und der Interaktion der sechs ewigen Elemente. In Wirklichkeit hat dir niemand diesen Körper gegeben. Du hast angenommen, dass dieser Körper der deine ist. Das ist deine Illusion. Wenn diese Illusion weggeht, dann wird da nichts sein. Es ist alles aufgekommen aufgrund der Überzeugung von Ich bin Chandubai. In diesem Abschnitt sagt Dadashri, dass aufgrund von Illusionen wir glauben, dass wir Chandubai sind oder etwas darstellen. Und wenn die Umstände auftauchen, nehmen wir an, jemand ist auf dem Bahnsteig, glaubt er, ich bin Passagier, weil das mein Zug ist. Aber aufgrund von Umständen glaubt er, ich bin ein Passagier. In Bezug auf die Ehefrau, ich bin Ehemann. In Bezug auf die Kinder glaubt er, ich bin Vater. Und so entsteht die Illusion aufgrund von verschiedenen Umständen. Aber eigentlich, wenn es keine Umstände gibt, dann bleibt die absolute reine Seele so, wie sie ist. Aufgrund von Umständen entsteht die Illusion. Aufgrund von Umständen und aufgrund der Unwissenheit darüber, wer ich wirklich bin, das wissen wir nicht. Und auf einem subtilen Level ist auch der Verstand, die Sprache, das sind alles Umstände. Der Körper ist ein Umstand, alle Sinne. Auch sie sind Umstände und aufgrund dieses Umstandes glaube ich bin ein Mann, ich bin ein glücklicher Mann, ich bin jung, ich bin alt. Aber in Wirklichkeit unterliegt die Seele keinerlei Veränderungen. Lediglich die Sicht hat sich geändert aufgrund der sich bedingenden Umstände. Aufgrund von Unwissenheit hat sich diese falsche Überzeugung aufgebaut. Wenn wir Selbstrealisation erlangen, lösen sich langsam und automatisch alle Illusionen auf. Und inmitten all dieser Umstände kann die Seele frei bleiben und in Glückseligkeit sein. Von dem illusionären Zustand wollen wir in den originalen Zustand gelangen. Diese fünf Agnas helfen uns, im originalen Zustand zu verbleiben. Dieser Verstand, Sprache, Körper, Akte 1 ist nicht meins. Ich bin reine Seele. Das ist relativ. Es hängt ab von den sich bedingenden Umständen. Wenn wir also alle Agnas anwenden, kommen wir in den originalen Zustand der reinen Seele.